Guten Tag, meine Lieben. Berlinale 2020 oder wie wir intern sagen, das Jahr 1 nach Dieter Kosslick. Wir sind hier und es ist anders. Ja, das ist aus verschiedenen Gründen anders. Es ist auch erstmal anders, weil die beliebten Potsdamer Platzarkaden plötzlich verwaist sind, eine Art Geisterstadt. Ja. Also auch wenn man es nicht so richtig sieht, weil hier doch ziemlich viele Menschen sind, alle Geschäfte sind zu. Ja, nur die Kartenhäuschen sind. Die Kartenhäuschen und der Rewe hat noch auf. Aber es ist so ein bisschen, wir könnten jetzt hier so einen Zombie-postapokalyptischen Film drehen über das Ende des Neoliberalismus. Was finde ich auch so ein bisschen passt zu sozusagen der Ära nach Kosslick. Die sich jetzt schon so langsam anbahnt. Also wir haben ja gerade erst angefangen, aber man merkt, es ist so ein bisschen anders. Bisschen weniger Glamour und Schnie-Schnie, bisschen mehr Arthouse und so, sagen wir mal, Tiefgründigeres ist geplant. Und das hat man, glaube ich, auch schon so ein bisschen gemerkt bei der Eröffnung. Genau. Ja, der Eröffnungsfilm, der war dann doch eher, sage ich mal, hatte eher eine leichte Note. My Salinger Year von Philippe Falardeau beruht auf einer wahren Geschichte. Ja. Die Frau, die dieses Salinger-Jahr erlebt hat, ist auch sozusagen mit Co-Produzentin, das basiert auf ihrem Buch. Und es ist eine junge Frau, die aus der Provinz nach New York kommt und davon träumt, Schriftstellerin zu werden. In den 90ern muss man dazu sagen, weil diese Geschichte gibt es ja auch schon seit mehreren hundert Jahren. Und sie endet in so einer Agentur, einer Literaturagentur und muss sozusagen per Telefon J.D. Salinger, man kennt ihn aus Der Finger im Roggen und diverse andere Bücher, betreuen. Er hat seit 30 Jahren nichts gemacht, ist aber so immer noch der große Star. Und das Lustige ist, sie hat die Bücher nicht mal gelesen. Genau, und diese Agentur ist auch, ja, die ist auch aus der Zeit gefallen. Das heißt irgendwann mal, die ist 1927 stehen geblieben, also sie muss Maschine schreiben. Computer sind Teufelswerk, das Internet ist ja sowieso, davon reden wir noch gar nicht. Und ja, es ist so, es hat so was Holzgetäfeltes und die Leiterin der Agentur ist so eine hinreißend exzentrische Frau, die immer Zigaretten raucht. Aber es ist sehr interessant, weil auf der einen Seite ist es ein Film, der jetzt, ich finde, sehr modern ist, weil jetzt sozusagen endlich die Geschichten erzählt werden von diesen Frauen, die auch etwas werden können und werden wollen und die ganz oft in solchen Dingen und Momenten verharren, wo sie am Ende dann für jemand anderes das Buch redigieren, anstatt ihre eigenen Sachen zu schreiben. Das ist ja auch in der Literatur gerade wirklich ein Trend, dass sozusagen diese Frauenstimmen jetzt sich erheben und deren Geschichten erzählt werden. Allerdings muss ich dazu sagen, dafür war mir das Ganze am Ende dann doch so ein bisschen zu flach, es ist nett, aber ich hätte gern einfach mehr von ihr erfahren. Es ist so eine schöne junge Frau, die kommt aus Berkeley, mehr weiß man auch nicht. Wo kommt die her? Wo sind ihre Eltern? Wie ist sie aufgewachsen? Was bewegt sie eigentlich, außer dass sie sozusagen Poeme machen möchte? All das erfährt man manchmal so in kleinen Anspielungen, aber eigentlich überhaupt nicht. Und am Ende fehlt mir das. Ja, und es ist halt auch, wie gesagt, die Backstory, die du vermisst, die fällt immer mal wieder in Sätzen, aber es gibt halt dieses alte Gesetz des Films, Show, don't tell. Und der Film tellt halt ziemlich viel und show zu wenig. Ist aber auch schwierig, muss man sagen, zu versuchen, in Bilder zu fassen, wie toll es ist, Bücher zu lesen, weil das ja alles im Kopf passiert. Und ich muss sagen, an der Stelle ist es zumindest atmosphärisch sehr gelungen, diese Atmosphäre der 90er, aber auch dieser, ich wollte gerade sagen, cinephilen, aber das ist ja das falsche Wort, dieser bibliophilen Menschen sozusagen einzufangen, wie die eigentlich in ihrem teils verstaubten, teils aber auch sehr modernen Leben versuchen, diese Dinge irgendwie zusammenzukriegen und auch diese Genderstrukturen zusammenzukriegen, weil es ist ja ganz lustig, weil Salinger ist ja eigentlich der Autor für junge, adolescente Männer schlechthin. Und hier ist jetzt eine Frau, die mit ihm zu tun hat und sich da auch in einer gewissen Art und Weise auseinandersetzen muss. Und es sind natürlich auch sehr schöne Details, zum Beispiel, dass man Salinger nie sieht. Also man sieht ihn immer von hinten und man sieht ihn einmal angeschnitten, weil Salinger ist ja auch der große Unbekannte, so wie Thomas Pynchon. Es gibt alte Fotos, aber eigentlich weiß niemand so richtig, wo Salinger sich aufhält. Und ist aber auch halt nicht sein Film. Genau. Und er wird halt im Prinzip immer, es ist so ein bisschen wie bei George Cukor, The Women, wo die Männer immer nur mit so einem Hosenbein auftauchen. Ja. So ist halt, genau. Reicht auch an dieser Stelle. Ja, also ich würde sagen, so fluffiger, so Wohlfühl-Arthouse-Kino anfangen, also eigentlich so wie Eröffnungsfilme eigentlich meistens sind, nicht ganz so banal wie
die der letzten Jahre, die da öfter mal aufgeschlagen sind, aber jetzt auch noch nicht irgendwo, wo man sagen würde, so, da setzt jetzt jemand eine neue Marke oder sowas. Ja. Es ist erstmal, habe ich das Gefühl, erstmal alles relativ entspannt und vorsichtig. Ja. Allerdings ist das ja auch okay, man muss ja jetzt nicht erwarten, dass ja alles direkt umgekrempelt wird. Die hatten ja auch genügend Probleme. Ne? Genau. Eins der Kinos ist weggefallen, wie gesagt, wir stehen in einer Zombie-Mall und noch diverse andere Sachen. Damit muss man ja auch erstmal klarkommen. Genau. So, aber wir sind jetzt hier, wir sind angekommen, wir haben noch genügend Schlaf und Kaffee in uns und wir ziehen jetzt hier 10 Tage Hardcore durch. Für uns und für euch und berichten jeden Tag hier von der Berlinale, einmal als Vlog, aber auch auf unserer Webseite mit ganz vielen Kritiken von hier, die sofort nach dem Embargo direkt auf unsere Seite schießen, damit ihr euch die anschauen und lesen könnt. Und wir sehen uns morgen wieder. Genau. Bis dann.